Der Helikopter kommt frühestens in einer halben Stunde, Captain Price. Nicht gut, dann sind wir schon 10 Minuten tot. Jeder Ultranationalist und Psycho in Sakajews Tasche wird hier auftauchen, um Al-Assad zu holen. Oder das, was von ihm übrig ist. Genau, wir platzieren Sprengsätze entlang der Alpha-Linie am südlichen Hügel. Und weiter entlang der Bravo-Linie. Wir stoppen sie auf dem Weg nach oben und halten die Stellung am Evakuierungspunkt in den Feldern rund um die Farm. Noch Fragen? Legen wir los. Ignoriert diese Saftsäcke. Ihr Gegenangriff steht unmittelbar bevor. Ausschwärmen und den südlichen Bereich schützen. Sie kommen jetzt langsam den Gangsiwan. So. Jetzt haben wir hier so ein fettes MG, oder? Ah, und eine Snipper. Nice. Shit, Alter. Zweimal daneben gefeuert. Sie vernebeln die Sicht. Mac, kannst du etwas sehen? Nicht viel Bewegung auf der Straße. Sie könnten nach Westen gehen. Komm ich denn da hoch? Die östliche Straße ist gesperrt. Oh, nö. Komm ich hier hoch? Minigun da oben wahrscheinlich, oder nicht? Hey, wie komme ich da hoch? Wenn die da oben ist. Also ich würde sie da oben platzieren. Okay, so, an die Minigun und die westliche Flanke sicher. Los! Drei, alle zurück. Hier komme ich hoch. Drei, so. Komm, hoch da. 34 Meter? 33? Hä? Ach da. Okay, okay, okay. Muss ich einmal rumlaufen hier. Klinge? Ja, wie denn? Ich da nicht rankomme, Alter. So, jetzt. Ja, Digga, das kannst du halt knicken. Hä? Hab ich zu lange gebraucht, oder? Sagen wir einfach, wir haben zu lange gebraucht. Also... Kopf, 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 zack. Komm an diese Minigun. Los, sie ist an dem Hubschrauberwrack befestigt. Scheiße.
Check. So, wir ziehen uns zur nächsten Linie zurück. Na los, Bewegung! Ich bin noch da, Alter! So, die Zünder! Vier davon sind in der Taverne. Bewegung! Wo denn? Oh. Hier. Wo denn? Aus dem Norden nähern sich feindliche Panzer. Verdammte Scheiße, ich bin getroffen. Gib mir Feuerschutz! Meckern, sagt er. Die Scheune am nördlichen Ende des Dorfes und die Panzer stoppen. Da ist eine Javelin in der Scheune. Zurückzieh zum Bauernhof auf dem Hügel. Na los, schnell! Aua, mein Popo. Die Javelin ist in der Scheune. Los, los! In der Scheune. Ich hoffe oben, Alter. Da ist er. So. Da, Panzer soll ich weghauen, okay.
Richter, bereit für Luftschlag. Ihr habt 2 Minuten, over. Verstanden, wir sind auf dem Weg. Wir müssen durch die Galerie brennen, um die Landeflur zu erreichen. Den Hügel runter. Na los, na los, den Hügel runter. In da. Wo denn? Scheiße, Alter. Die sind zu langsam, die Arschgeigen. 20 Sekunden bis zum Start. Na da. Dann lande auch. Kollege, was machst du denn? Oh. Das ist unser. Oh, lasst mich rein hier. Wenn die anderen nicht kommen, Pech gehabt, oder? Ich hab vielleicht keine Muni mehr. Da sind sie doch. Los geht's! Na komm, du lahme Arsch. Tüte, Alter. Okay, wir sind alle an Bord. Los, los! Weg hier, Alter. Wir haben den verdammten Bastard. Aber er ist nicht für den Tod der Marines verantwortlich. Tut mir leid, Kumpel. Imran Sakaev, ja? Der Mann ist ein Gespenst. Er soll untergetaucht sein. Und trotzdem finden wir ihn. Ich bin ganz Ohr. Ganz der Papa. Sakaevs Sohn, Commander der Ultranationalisten im Kampf. Auch faule Äpfel fallen nicht weit vom Stamm. Der Loyalist Kamarov weiß, wo sich der Junge aufhält. Und der Kleine weiß, wie wir Sakaev finden. Die Sünden unserer Väter. Ist das nicht scheiße? Das ist scheiße. Das ist richtig. Haben wir hier eine Snipper, eine Piste, R 700. Bravo 6, Vulture 1, 6 hier. Störsender aktiv. Angriffserlaubnis auf die Wachstation erteilt. Ende. Also werden wir gleich ein bisschen snippen. So, erledigen Sie sie jetzt. Los, los, los! Feuer! Mann am Boden! Wo denn? Ich sehe niemanden. Da oben, Alter. Ist er da unten? Jetzt ist er da. Gebiet gesichert. Alles klar, sehen wir uns mal um. Zieht die feindlichen Klamotten an und löscht die Feuer.
Kamarov, ich brauche Ihre Männer am Boden, falls die Fahrer anfangen, Fragen zu stellen. Beschäftigen Sie sie, bis wir Sakajews Sohn gefunden haben. Wir haben nicht viel Zeit, also los. Check. Jetzt habe ich mir extra eine andere Knarre geholt. Ich hoffe, ich habe die jetzt noch. Mann, du siehst echt albern aus in dem Outfit. Gut, dass du hier oben bist. Du siehst so gar nicht aus wie ein Russe. Scheiße, Alter. Bravo 6, hier Watcher 1-6. Verfolgen einen feindlichen Konvoi, der auf euch zukommt. Ich zähle 6 Fahrzeuge. Over. Verstanden. Wo ist meine Snipper hin? Da ist sie. Ziel im dritten Mann im Visier. Ich laufe gerade daran vorbei. Verstanden, alle Teams bereit. Das Ziel ist im Jeep vor dem DMP. Wir müssen ihn leben kriegen, also Vorsicht beim Feuer. Warten. Ausräuchern. Oh shit. Oh. Du blöde Sau. Tausend Schüsse dran vorbei und keiner trifft ihn. Ah ja. Haben wir? Der Typ ist scheiß schnell. Er darf nicht entkommen. Der Typ ist scheiß schnell, ja, du bist scheiß langsam, Alter. Sie haben... Ach Mann, ich darf ihn nicht töten. Oh nein. Scheiß schnell, er darf nicht entkommen. Ich darf ihn halt einfach nicht töten. Ja, super, Alter. Ist ja wieder perfekt, Alter. Das ist einer von uns. Schießt dir nur einmal ins Bein, so, Kollege. Verbündete auf 6 Uhr. Komm hier nicht raus. Zahlreiche Feinde auf der anderen Seite dieses Zauns.
auf der linken Seite. Zwei Ziele. Achtet auf das grüne Auto hinter der Ecke. Bin ja da, Kollege. Brauch nur eine halbe Stunde zum Nachladen. Ja, alles klar. Feinde nähern sich über den Parkplatz, dem fünfstöckigen Gebäude. Vulture 1-6, wir stehen unter Beschuss durch eine befestigte Position im vierten Stock. Verstanden, das Erdgeschoss ist sicher bereithalten. Warum ist keine Muni, Alter? Schießen, Sir. Nein, nicht schießen, das Risiko ist zu hoch. So, nehmen Sie die Waffe und halten Sie ihn auf. Runter damit! Es gibt kein Entkommen. Der Kleine hat ein paar Probleme. Baseplate, hier Bravo 6. Sakajews Sohn ist tot. Wir kommen na nach Hause. Toll, da haut er sich selbst weg. Die blöde Sau. Sein Sohn war unsere einzige Spur, Sir. Vergiss es. Ich kenne den Mann, er wird es nicht unbeantwortet lassen. Verschwinden wir. Super, alles umsonst, Alter. Die Räufer ja schießen können, Mann. Toll, toll, super toll. Unsere sogenannten Anführer haben uns an den Westen verkauft. Unsere Kultur zerstört. Unsere Wirtschaft. Unsere Ehre. Unser Blut wurde auf unserem Boden vergossen. Mein Blut. An ihren Händen. Sie sind die Eindringlinge. Alle amerikanischen und britischen Streitkräfte werden Russland sofort verlassen. Oder die Konsequenzen spüren. Ziemlich einfach. Entweder wir nehmen die Einrichtung ein oder die Welt von morgen ist eine andere. Freigabe für Hilo. Charlie, Team, los. Zweiter Absprung. Bravo, Team, bereit machen. Los. Bei mir neu formieren. Wo ist Griggs? Keine Ahnung, Sir. Bravo 6. Sergeant Griggs hat gerade seinen Notsender aktiviert. Er ist einen halben Kilometer südwestlich. Over. Wir sind unterwegs. Bravo 6 Ende. Los geht's. Na dann, los geht's, Alter. Wollt ihr auf den Wegen bleiben? Kontakt voraus. Feindliches Fahrzeug. Ziel ist erledigt. Bewegung. Wir fahren? Nein? Na scheiße. Feind in Sicht. Feind erledigt. Feind neutralisiert.
Alles klar. Sie müssen Griggs in einem dieser Häuser haben. Da ist ein Zugang durch diese Kellertür. Wir gehen von dort aus von Raum zu Raum, aber leise. Los jetzt. Gesichert. Dieses Stockwerk ist sicher. Rauf zum nächsten. Ja, dann macht die Scheiße auf hier. Stockwerk gesichert. Weiter die Treppe hoch. Hier sind wir wohl richtig. Bereit machen zum Einbringen. Los! So, Griggs losschneiden. Bewegung. Wurde aber auch Zeit. Ich dachte schon, ihr Jungs würdet mich hier zurücklassen. Das habe ich zuerst auch. Niemals. Alles in Ordnung? Ja, ich kann gehen. Wir müssen diesen Turm ausschalten, damit die vorrückenden Teams durch die elektrische Umzäunung brechen können. Helikopter. Bewegung. Charlie 6, wie ist euer Status? Over. Team 2 in Position an der Umzäunung. Wir warten, bis ihr den Strom abschaltet. Over. Verstanden. Ich bin platziert. So, die Ladung. Alle weg hier. Los. So, na los. Der Turm ist eingestürzt. Kein Strom. 20 Sekunden. Verstanden. Wir durchbrechen die Umzäunung. Bereithalten. Notstrom in 10 Sekunden. Bereit. 5 Sekunden. Okay, wir sind durch. Bravo 6, wir warten auf euch beim Sammelpunkt. Ende. Ende. Nice. Ende. Mach diesen Zaun auf. Was das Ice Spray?
Bewegung. Oh oh, Heli. Feindliche Helikopter. Hit. Yes, schnapp dir Soap und den Rest und durchkäme die Basis. Griggs und ich suchen eine alternative Route. Gib mir Feuerschutz. Von hinten, Alter? Vorsicht, da kommen Hubschrauber! Shit, ey. Hey, hey, hey. Wieso bin ich hier solo? Hallo? Guten Tag? Excuse me? Was macht mein Team hinter mir? Nichts macht das. Guckst mich so an? Da ist so einer von uns. Doch, doch nicht, Kollege. Ach, Mann. Ich
hab gefettfingert. Ich wollte da C4 rausholen und dagegen klatschen. 7. Hä? Hä? Meine Friese. Feind neutralisiert. Gib mir Feuerschutz. Shit. Jetzt kommen auch noch diese Rehen, Alter. Am Arsch. Da sind wir richtig am Arsch. Bravo 6, Scharfschützenteam 2. Wir kommen aus dem Wald im Süden. Nicht schießen, das ist eines amerikanischen Scharfschützenteams. Schön, dass ihr Jungs es geschafft habt. Wir geben euch Scharfschützendeckung, sobald ihr innerhalb der... Was zur Hölle ist das? Ah, wir haben hier ein Problem! Oh oh. Wir haben einen Raketenstart. Wiederhole, wir haben einen Raketenstart. Da ist noch eine! Delta 1 X-Ray, wir haben hier zwei Raketen in der Luft, over. Bravo 6, unsere Satelliten verfolgen Sie jetzt. Bringen Sie Ihr Team in die Anlage und nehmen Sie das Kontrollzentrum ein. Wir arbeiten daran, die Abbruchcodes von den Russen zu bekommen. Ende. Kapiert. Jetzt ist es soweit, Captain. Captain. Tænk det mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.